Heute sprechen wir über die größte Spiralgalaxie NGC 6872, wenn nicht sogar die größte Galaxie überhaupt, die wir kennen. Wir sprechen über den Durchmesser der Galaxie NGC 6872 und was uns da vielleicht noch für andere Lebewesen erwarten könnten. So, Johann? Hallo Freunde! Ja, die Spiralgalaxie NGC 6872 ist außergewöhnlich atemberaubend. Und die Entfernung zu unserer Galaxie beträgt 199 Millionen Lichtjahre. Das ist so weit, als würden wir ca. 45 Mal nach Alpha Centauri fliegen. Nicht 50 Mal, sondern sogar 50 Millionen Mal nach Alpha Centauri. Also verdammt weit. Diesen Abstand von 199 Millionen Lichtjahren könnt ihr hier auf der Grafik sehen. Ich habe hier noch mein Video verlinkt, wo ich erkläre, was ein Lichtjahr ist. Diese Zahl ist wirklich unvorstellbar. 199 Millionen Lichtjahre. Das muss man sich erstmal auf der Zunge vergehen lassen. Aber nicht nur das, wir haben eine komplette Galaxie mit Millionen, Milliarden Sternen und Planeten. Eine unglaubliche Zahl. Unsere Galaxie hat einen Durchmesser. Diese Galaxie ist nochmal größer. Milliarden von Sternen und Planeten gibt es in unserer Milchstraße. In NGC 6872 sind es nochmal viele Milliarden mehr. Es ist unfassbar. Die Vielfalt des möglichen Lebens wird einem erst da bewusst. Was es da wohl für lebensfreundliche Planeten gibt? Gibt es Leben da draußen? Das ist die Frage, die uns hier ständig plagt. Und wenn es in der Milchstraße Leben gibt, dann wird es dort nochmal viel mehr Leben geben in der größten Galaxie da draußen. Und dann wird es auf jeden Fall Vorstufen von Leben geben, wie Einzeller, jeder kennt sie zum Beispiel, Bakterien, davon wird es bestimmt zahllose geben. Wenn ein Asteroid bei uns auf der Erde dafür verantwortlich war, dann werden wahrscheinlich Milliarden Asteroiden von diesen Bakterien besiedelt sein. Und bestimmt gibt es auch intelligentes Leben. Das könnte natürlich auch ganz anders ausschauen wie auf der Erde. Sie könnten reptilienartig sein, vielleicht sogar auf zwei Beinen gehen. Ganz andere Luftkonzentration, ganz andere Molekülkonzentration einatmen. Was ganz Eigenes. Und ja, sie könnten vielleicht sogar ausschauen wie Dinosaurier, wie wir bereits so auf der Erde gehabt haben. Das wäre natürlich was ganz Tolles. Die größte Galaxie steht auch in Wechselwirkung mit IC 4970. Das heißt, beide Galaxien kollidieren miteinander. Es gibt sogar noch andere kleinere Galaxien, welche in der Nähe sind oder sogar angenommen wird, dass diese sich auch gegenseitig beeinflussen. Und wie schon gesagt, das ist die größte bekannte Galaxie. Und jetzt kommen wir zu dem Durchmesser. Dieser beträgt 522.000 Lichtjahre, nicht zu verwechseln mit der Entfernung von 200 Millionen. Nein, wir haben einen Durchmesser von 522.000 Lichtjahren. Und manche Quellen sprechen sogar davon, dass diese Galaxie noch größer sein könnte. Das ist natürlich alles im Zusammenhang vielleicht auch mit anderen Galaxien. Trotzdem ist es eine unglaubliche Größe, wenn man bedenkt, dass Alpha Centauri von uns nur 4 Lichtjahre entfernt ist, dann sind 522.000 eine unglaubliche Größe mit einer Vielzahl von Sternen und wahrscheinlich natürlich auch Lebewesen. Ach ja, und das Licht von der größten Galaxie, was heute bei uns ankommt, wurde damals versendet, wo nicht mal die Dinosaurier auf der Erde waren. Und das war vor circa 250 Millionen Jahren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao. Macht's gut.